Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu nicht wirklich einem Let's Play, aber einem Let's Test, sag ich mal, von der neuesten Version, nämlich 9.0.73 von Supreme Ruler Ultimate. Ja, es gab wieder mal ein Update und ich habe mir gedacht, wir schauen wieder mal rein, was sich getan hat. Und getan hat sich einiges. Es gibt einerseits mal ein neues Szenario, 1942, World in Flames, und es gibt mehrere neue Szenarien, die alle in irgendeiner Form mit Donald Trump zu tun haben. Das alles ist jetzt aber nicht das, warum ich das Spiel nochmal herzeigen will. Ich will auch nicht unbedingt eines der neuen Szenarien zeigen, sondern es gab eine Änderung bezüglich der KI-Aggressivität. Man kann die KI jetzt zum Beispiel auf aggressiv stellen und das werden wir auch mal tun. Und ja, was das hier ist, ist im Prinzip, wir werden einfach der KI zuschauen, wie sie sich jetzt so schlägt und was sie jetzt so tut. Das heißt, wir nehmen hier St. Kitts und Nevis, weil, kann man das hier sehen? Ja, das hat, glaube ich, die kleinste Bevölkerung von allen Ländern, die man spielen kann. Also wir nehmen einfach das Land, das den, sagen wir mal, geringsten Einfluss auf die Welt hat, um ja nicht irgendwie etwas zu ändern. Und werden mit ein paar Einstellungen, die es der KI ermöglichen zu erobern, also zum Beispiel nicht diese Loyalitäts-Mali, sage ich mal, keinen Fog of War, damit wir was sehen können, kein Wetter, kein Battle of Atlantic, aggressive KI, wir starten mit Einheiten sogar und lassen wir es mal auf Medium, einfach um zu sehen, wie viele Kriege dann entstehen werden und ja, Start. So, das Lied jetzt natürlich kurz. Eine kleine Änderung, die man vielleicht noch erwähnen könnte. Im Mittleren Osten gibt es jetzt einerseits Kurdistan als spielbares Land und andererseits ISIL, also den ja, sogenannten Islamischen Staat. Das sind jetzt also auch spielbare Nationen. Ich schaue hier mal kurz. Okay, die starten aber nicht im Krieg mit ihren Nachbarländern. Die sollten ja eigentlich im Krieg starten mit Syrien, mit Kurdistan und mit dem Irak. Würde ich jetzt mal sagen, wäre logisch. Aber naja, was soll's. Starten auf jeden Fall aber auch mit Einheiten. Auch mit entsprechend nicht den allerbesten Einheiten. Naja. Ah, okay, die haben hier irgendwie genau die gleiche Farbe, Pakistan und der Iran. Naja, also was wir hier tun werden, ist einfach, wir lassen das Ganze auf maximaler Geschwindigkeit laufen. Und ich werde nicht durchgehend aufnehmen, weil das sicher sehr langweilig wird, sondern ich werde einfach immer wieder, wenn was Interessantes passiert, euch das zeigen, damit ihr sehen könnt und euch ein Bild davon schaffen könnt, wie sich die KI in diesem Spiel jetzt so schlägt. Und ja, falls sich ein interessantes Szenario ergeben sollte, aus allem, was die verschiedenen KIs hier jetzt tun, weiß man natürlich im Moment noch nicht, würde ich sagen, wir könnten ja zum Beispiel am Schluss vielleicht sogar noch ein Let's Play draus machen. Sobald sich dann alle Nationen hier totgekloppt haben und einer nur noch existiert, könnten wir versuchen, den einen zu stoppen. Ja, was wir auf jeden Fall aber schon mal sehen können, die KI erklärt jetzt aktiv Kriege, die nicht gescriptet sind, wenn man sie auf aggressiv stellt zumindest. Also Russland hat hier zum Beispiel Norwegen eben schon den Krieg erklärt. Und das war in früheren Versionen, wie alle, die dieses Spiel schon mal gespielt haben, ja wahrscheinlich wissen, nicht so. Also in Supreme Ruler 2020, dem uralten Spiel von, keine Ahnung, 2004 oder 2006 oder irgend sowas in der Art, irgendwann damals ist das, glaube ich, erschienen. In dem war es noch so, dass die KI einigermaßen viele Kriege erklärt hat, aber in allen Supreme Rulers seitdem war die KI eigentlich immer sehr passiv. Ich habe sogar mal selber versucht, das zu modden und die KI dadurch mehr oder weniger aggressiver zu machen. Das Einzige, wozu das geführt hat, war, dass sie zu aggressiv war und dass sie durchgehend all ihren Nachbarn Kriege erklärt hat. Und man konnte das nicht wirklich gut, sag ich mal, feintunen, also nicht so einstellen, dass die KI nur ein Land nach dem anderen angreift, sondern nur so, dass sie entweder alle angreift oder gar niemanden. Demnach hoffe ich sehr stark, dass das hier jetzt so aussehen wird, dass die KI wirklich eben ein Land nach dem anderen erobert und jetzt zum Beispiel eben nicht Russland gleich noch 10 Kriege erklären wird, die sie nicht alle gleichzeitig gewinnen können. Deswegen lasse ich aber die KI jetzt eben auch mit Einheiten starten, damit sie gleich am Anfang eine Chance hat, sage ich mal, auch hier erfolgreiche Eroberungen zu machen. Ja, also Russland, wie man sieht, startet auf jeden Fall mit sehr, 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 sehr vielen Einheiten. Wird hier sich also auch sicher gut schlagen gegen Finnland und Norwegen, falls das denn alle Kriege sein sollten, die sie fürs Erste führen. Wenn wir kurz mal reinschauen, ob sich was geändert hat.
Ich meine, realistisch gesehen sollte ja, wenn das eine Repräsentation der modernen Welt ist, China ein extremes Wirtschaftswachstum erfahren, aber das war in allen bisherigen Versionen nicht so. Und ist immer noch nicht so. Okay, die chinesische Wirtschaft ist immer noch am Schrumpfen, genauso die indische und eigentlich alle größeren Nationen, bis auf die ganz Reichen, also sag ich mal hier USA, Russland, Japan, okay, Nigeria ganz reich, naja. Aber ja, nur ein paar Nationen, dieselben, die es immer schon waren, haben hier Wirtschaftswachstum. Aber auf jeden Fall, die KI tut mal was. Pakistan hat dem Iran den Krieg erklärt, das freut mich schon mal sehr. Es ist zwar hier etwas verwirrend mit den Farben, aber sobald dann einer der beiden gewonnen hat, haben wir hier immerhin mal etwas mehr Übersicht von der Farbe her. Freue ich mich schon drauf, wenn man hier dann weiß, wem was gehört eigentlich. Aber ja, die russische KI macht hier auf jeden Fall schon einen sehr solide aussehenden Vormarsch. In Finnland hat auch, glaube ich, Helsinki. Ja, das war schon Helsinki. Ist ja Helsinki schon erobert. Tun wir vielleicht mal diese ganzen kleinen Schildsymbolchen weg. Ich glaube, das ist auch neu, dass hier jetzt Flaggen zu sehen sind. So, das Symbol mal weg und das Symbol mal weg und das noch weg und das noch weg. Ja, ist zwar ganz interessant, die ganzen Messages hier, aber ich habe es eigentlich lieber nicht auf der Karte. Was war das gerade für ein Krieg? Russland gegen Südkorea. Okay, die können sich natürlich nur mit Marine erreichen im Moment. Da ist noch Nordkorea dazwischen, aber man könnte ja annehmen, dass Nordkorea auch irgendwann Kriege erklären wird. Ja, bin gespannt, ob Russland so viele Kriege erklären wird, dass sie sich damit selber in den Ruin treiben oder ob sie, sag ich mal, langsam genug erobern, um das auch zu überleben. Südkorea ist natürlich schon auch eine militärische Großmacht, zumindest in diesem Spiel. Also, ja, keine Ahnung, ob das jetzt sehr schlau war für Russland, sich mit ihnen anzulegen. Hier im Moment nur ein bisschen Marinegefechte. Ja, Russland verliert hier seine Schlachtschiffe und ähnliches. Wie sieht es an dieser Front aus? Die ist relativ unverändert. Kann man noch nicht wirklich sagen, wer da gewinnen wird. Okay. Aber gegen Finnland rücken sie auf jeden Fall gut vor. Das heißt, hat China seinen ersten Krieg erklärt gegen Indonesien. Können sie natürlich auch nicht wirklich besonders gut erreichen, wobei sie, wie es aussieht, hier eine große Marine haben. Aber das sind alles nur kleine Patrouillenboote und U-Boote hauptsächlich. Trotzdem, also keine Ahnung, wie gut die KI inzwischen mit Marineoperationen ist. Da war sie ja früher nicht so schlau, was das betraf. Ich habe übrigens auch schon erst einen Test gemacht mit einmal mit einem Zweiten Weltkriegsszenario, einmal mit dem Kalter Kriegsszenario und einmal eben mit diesem modernen Szenario. Von den dreien muss ich sagen, das moderne Szenario ist das einzige, das wirklich gut funktioniert. Sprich, im Zweiten Weltkriegsszenario und im Kalten Kriegsszenario bauen viele Länder überhaupt keine Einheiten, weil sie Mangel an Militärgütern oder ähnliches haben. Also ich würde empfehlen allen, die jetzt vielleicht wieder mal in dieses Spiel zurückschauen mit dem neuesten Update, spielt eines der neuen Szenarien, also eines der 2020er oder vielleicht das 2017er, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. So, China gegen die Mongolei. Ja, weil eben die modernen Szenarien wesentlich besser funktionieren. Ich meine, China gegen die Mongolei, da wird das Problem bestehen, okay, Supply gibt es ja in vielen Grenzregionen auf jeden Fall nicht. Hier gibt es diese eine Straße und Bahnlinie, über die vielleicht China in die Mongolei einmarschieren kann. Ja, aber Russland hat hier auf jeden Fall schon Finnland besiegen können. Und rückt jetzt auch gegen Norwegen wohl vor, wie es aussieht. Wie sieht es bei Pakistan und Iran aus? Immer noch relativ unbewegt die Frontlinie. Scheinen wohl ungefähr gleich stark zu sein. Wir können uns kurz mal die Produktionskapazität der verschiedenen Länder ansehen. Da sehen wir auf jeden Fall, Russland ist die Nummer 2 in der Welt schon. Jetzt mit den finnischen Fabriken, wobei sie das vorher, glaube ich, auch schon waren. Aber interessieren würden mich hier der Iran und Pakistan. Okay, die sind auch noch ziemlich genau gleich auf von der Produktion her. Also das könnte ein langer Krieg werden. Russland hingegen ist natürlich seinen Feinden gegenüber ziemlich übermächtig, wobei Südkorea auch einigermaßen Produktionskapazität hat, um sich zu verteidigen zumindest, wenn sie nicht sogar vorrücken, sobald dann mal Nordkorea aus dem Weg geräumt ist.
was, denke ich mir, sicher passieren wird. So, was war das? Ist China gegen Georgien? Ja, also ganz schlau ist die KI auf jeden Fall schon mal nicht, was das betrifft, vielleicht Kriege zu erklären, die sie auch überhaupt führen können. Weil, ja, ich sehe nicht, wie China nach Georgien kommen will. Müssen sie hier sich durch die halbe Welt durcherobern. Hier weiterhin, also Pakistan ist langsam am Vorrücken, aber weiterhin eindeutig keine Entscheidung gefallen. Russland rückt jetzt langsam gegen Norwegen vor. Da oben ist natürlich auch die Nachschubsituation nicht gerade optimal. So, was war das jetzt? Deutschland hat der Schweiz den Krieg erklärt. Okay, interessant. Ich nehme an, dass Deutschland das gewinnen wird, wobei die Schweiz natürlich auch relativ mächtig ist. Vor allem für so ein kleines Land, meine ich halt. Wir haben irgendeine Product Shortage und wir haben hohe Schulden, aber wie gesagt, ich spiele das ja jetzt nicht wirklich, um zu spielen, sondern ich spiele, um der KI dabei zuzusehen, wie gut sie sich schlägt. Bin auch schon gespannt, welches Land hier am Schluss wirklich triumphieren wird, weil, also wie gesagt, sie haben jetzt mit dem vorletzten Update die Wirtschaft hauptsächlich eigentlich gefixt, sodass die sich automatisch an den, okay, ich formuliere es vielleicht so, also wenn zum Beispiel weltweit ein Mangel an Öl besteht, dann werden einfach die Produktionskapazitäten aller Länder leicht erhöht, jeden Tag, solange bis eben die Weltproduktion dem Weltbedarf wieder entspricht. Und dadurch sollte es eigentlich nicht mehr vorkommen, so wie das in früheren Supreme Ruler Versionen war, dass die Weltwirtschaft mehr oder weniger einfach zum Erliegen kommt und dann kein Land mehr seine Einheiten bewegen kann. So, was haben wir hier? Frankreich gegen Albanien. Okay, auch wieder ein Krieg, der nicht wirklich geführt werden kann. Ja, also gut, ganz schlau ist die KI wohl noch nicht, was die Einheiten betrifft, weil China hat es ja wieder mal geschafft, ihre halbe Armee in der Steppe festsitzen zu lassen. Und Russland hat ebenfalls seine halbe Armee hier in der norwegischen Tundra feststecken. Wo ist denn hier das nächste norwegische Dorf, das Supply liefern könnte? Okay, hier hinten erst, Tromsø. Oder wie immer man das ausspricht. Ich spreche es sicher mal falsch aus. Okay, ja, Deutschland gewinnt gegen die Schweiz. Wenn wir uns mal kurz vielleicht die Verluste ansehen wollen. Okay, 146 Kills, 2 Verluste. Das ist natürlich eine ganz gute Statistik. Und die Kills wachsen weiter in die Höhe. So, Deutschland wird hier zu einer europäischen Großmacht und ist inzwischen auch schon die Nummer 4, was ihre Produktionskapazität in der Welt betrifft. Wobei natürlich die Armeegröße eindeutig die 3 Supermächte, Vereinigte Staaten, China und Russland anführen. Aber ja, Deutschland gewinnt hier. So, Russland gegen Kasachstan, das könnte interessant werden. Die Schweiz ist gefallen. Ja, ich habe es gesagt, ich werde nicht durchgehend aufnehmen, aber nachdem eh durchgehend spannende Dinge passieren, warum denn nicht? Russland, jetzt hast du natürlich das Problem, dass deine ganze Armee in Norwegen festsitzt. Also, wie willst du dich jetzt effektiv gegen Kasachstan durchsetzen? Kasachstan natürlich auch keine militärische Supermacht, sage ich mal. Ja, China steckt weiterhin überall hier in der Wüste. Ist das die Wüste Gobi? Geografiekenntnisse wie ein Fisch. Ja, steckt auf jeden Fall weiterhin in der Wüste dort fest. Die russische Armee steht hier oben, eben weiter in Sibirien. Gut, wenn Sie meinen. Aber jetzt, ja, sie schicken schon bedeutende Teile der Armee jetzt, um Kasachstan zu bekämpfen. Wäre natürlich spannend, wenn es Russland jetzt mehr oder weniger schafft, die Sowjetunion wieder zu errichten. Freut sich auch Wladimir hier. Könnte vielleicht mal ein bisschen lächeln. Hihi. Naja. So, Iran gegen Bahrain. Okay. Ja, Iran, ich sehe nicht, wie du gerade mehr Kriege noch brauchst, weil, also Pakistan rückt halt immer noch langsam vor. Auch wenn das hier schwer zu sehen ist mit der genau gleichen Farbe. Übrigens an dieser Stelle mal eine Entschuldigung. Die Auflösung des Bildschirms, den ich gerade verwende, ist nicht Full HD, sondern ist 1680 x 1050, glaube ich, oder irgendwas in der Richtung. Sprich, wenn ihr das YouTube-Video auf einem Full HD-Bildschirm anseht,
wird es entweder leicht verzerrt sein oder es werden schwarze Balken irgendwo am Rand sein oder irgend sowas. Aber ich habe im Moment einfach keinen Bildschirm mit der richtigen Auflösung. Ja, deswegen kann ich da nichts tun. Tut mir leid. Okay, Russland. Ziehen wir jetzt vielleicht wieder diese Playkarte an. Russland rückt jetzt auf jeden Fall auf allen Seiten gegen Kasachstan vor. Also, ich meine, dieses gute Vorrücken gab es ja schon eigentlich seit Supreme Ruler 1936. Aber ich finde es trotzdem noch immer schön zuzusehen, wie die KI relativ effektiv ein anderes Land angreifen kann. Ja, gut, also China, ich sehe nicht, wie die Mongolei besiegen, mit ihrer derzeitigen Taktik ihre ganze Armee in den Sand zu setzen. Aber naja, was war das? Indien gegen Laos, okay. Ist natürlich auch hier problematisch, weil sie nicht erreichen können, weil Indien Laos nicht erreichen kann. Indien übrigens, wie man hier sehen kann, finde ich ein bisschen vielleicht unrealistisch schwach geraten, sage ich mal, in dem Spiel. Wenn wir hier sehen, dass zum Beispiel Spanien mehr Produktionskapazität hat als Indien, ja, also finde ich halt ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Zu meiner Meinung nach, China sollte einerseits einiges nochmal stärker sein, die Vereinigten Staaten sollten einiges nochmal stärker sein und Indien sollte einiges nochmal stärker sein, damit wir hier vielleicht eine realistische Repräsentation haben von Militärmacht. Und andererseits, wirtschaftlich gesehen, wir können uns das hier kurz auch ansehen, China und Indien sollten so ungefähr die Top-Produzenten sein. Wir sehen hier, die Vereinigten Staaten produzieren sogar mehr Konsumgüter als China. Wenn ihr einfach mal selber nachdenkt, wie viele Sachen made in China sind, ist, glaube ich, ganz logisch, dass China eigentlich der Weltmarktführer sein sollte von Konsumgütern und genauso auch zum Beispiel Industriegüter sollte China die meisten produzieren und ist hier nur auf Platz 3 mit einigem Abstand zu den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Was da, glaube ich, das Problem ist, ist einfach, dieses Spiel wurde eben gemacht, also dieses Szenario wurde gemacht, als Supreme Ruler 2020 gemacht wurde, also im Jahr 2004 oder so, wo das vielleicht noch realistische Produktionsmengen waren, aber entspricht halt nicht mehr der heutigen Leistung, die natürlich eigentlich näher am Jahre 2020 dran ist. Aber gut, das sind jetzt alles, alles nicht so schlimm. Weißrussland gegen Latvia ist Lettland? Ja, ist Lettland. Okay, ihr seid hier nicht ganz massiv am Vorrücken. Was ich übrigens bei meinem Testspiel schon gesehen habe und was jetzt, glaube ich, gerade der Fall ist, den ersten paar Monaten der Kriegsführung gehen weltweit mal die Militärgüter mehr oder weniger aus. Können wir das hier vielleicht? Willst du uns das kurz anzeigen? Offensichtlich nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es eben nach einigen Monaten mal einen Mangel an Militärgütern, der einfach dazu führt, dass so gut wie alle Einheiten in die Basen zurückgezogen werden und die Frontlinien sich leeren. Aber wie gesagt, die Wirtschaft passt sich langsam der weltweiten Nachfrage an. Das heißt, es ist jetzt kein Riesenproblem, weil innerhalb einiger Monate wiederum wird sich die weltweite Produktionsmenge anpassen an das, wie viel Nachfrage jetzt besteht. Und dann funktioniert das alles auch wieder. Okay, China gegen Vietnam, das ist jetzt mal ein spannenderer Krieg, der auch mal wirklich geführt werden könnte zumindest, wenn denn eben gerade nicht der Militärgütermangel wäre. Aber nachdem wir den gerade haben, würde ich sagen, ich unterbreche jetzt mal die Aufnahme und setze wieder fort, sobald wieder genug Militärgüter vorhanden sind, damit die Frontlinien eben wieder aktiv werden. Also bis gleich.